Solange da auch nur eine Seele ist, die einen Vorteil durch Gewalt, Kampf und Krieg hat, wird kein Frieden sein auf deren. Die Menschen wollen den Krieg, und der Krieg will die Menschen. Nur hinter den Wellen der Welt triumphieren nicht Rondra und Chor, sondern höhnisch lachend darauf der jenseitige Mordbrenner. Wir befinden uns an den Toren des verwilderten Dapaziens. Werheim, das ehemalige Schild des Reiches, ist gefallen. Durch das Magnum Opus von Agrimod wurde die Stadt zerstört und nur noch die Geister und Nekromanten hausen in den Ruinen. Ein paar Söldner des Roten Mondes haben sich unter der Führung von Reichserzmarschall Leomar vom Berg hier versammelt und belagern seit ein paar Wochen die Stadt. Rassasor sitzt dort und führt sinistre Rituale durch. Leomar der Löwe sucht derweil nach Recken, die ihm helfen, Ordnung zu schaffen. Ihr wurdet gerufen und ihr kamt. So steht ihr im Heerlager der Waldlöwen von Leomar und dem Roten Mond aus dem Sveltal und wartet darauf, dass ihr eingelassen werdet. Anfang Rondra, 1028, nach Bosbarans Fall. Ja, so könnt ihr euch etwas umsehen und entdeckt dann die anderen Helden, die neben euch stehen. Corihan Ysilia ist ein durchschnittlich großer Mann, allerdings fallen sofort, wenn man ihn sieht, ja, seine breiten Schultern auf, dicke Arme, die von Leder und Platte geschützt werden, viele Haare im Gesicht, was ihn etwas wild aussehen lässt, und die beiden Augen überdeckt eine Narbe, die relativ frisch aussieht, vielleicht so, als würde sie sich nicht schließen wollen. An seiner Seite trägt er ein sehr brachiales, großes Schwert, das ja mit einer leichten Biegung etwas orientalisch aussieht. Ja, ziemlich muskulöse Frau, dunkelrote Haare, wie auf dem Bild zu sehen, trägt ziemlich viel Silberschmuck, hat ein paar Narben im Gesicht, auffällig sind vermutlich ihre Augen, Bernsteinfarben, ein bisschen fast gelblich sehen sie aus in der Sonne. Ansonsten ist sie ziemlich schwer gerüstet, trägt allerlei, ich nenne es mal einfach solchen Krempel mit sich herum, schaut etwas grimmig jetzt sich gerade hier die Situation an. Ritter Travigor steht mit stolz geschwellter Brust im Kettenhemd mit gut gepflegten blonden Haaren und einem Sturmhelm mit einer Gans obendrauf vor euch und er trägt einen Anderthalbhänder stolz am Gurt. Tja, Falfaran ist als Magier erkenntlich. Er hat einen Hut, ein Reisegewand und eine Umhängetasche, aus der allerlei Schreibgerät lugt, wie zum Beispiel Pergamente. Er schaut ein bisschen nachdenklich drein. Ardo ist die Durchschnittlichkeit in Person. Er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich breit, durchschnittliches Gesicht, 3-Tage-Bart, militärisch kurze Haare. Er trägt eine schmutzige Lederrüstung und einen Anderthalbhänder auf dem Rücken. Und neben ihm sitzt eine schmale Werheimer Bluthündin. Gut, so steht ihr an dem Lager, könnt das Treiben ein bisschen beachten. Einige Zwerge, die hier herumlaufen, könnt einen großen Wagen erkennen mit einer drauf gespannten, was ist das, eine Abalone, die hier drauf montiert worden ist. Eine Zwergin, die wahrscheinlich die Siegel von Angrosch auf ihrer Kleidung trägt und gerade so ein bisschen dabei herumschraubt. Ihr könnt verschiedene andere Leute sehen, die gerade Gräben buddeln und Schanzen, also eine Verteidigung aufbauen gegen die Untoten, die dann hier auch zu großen Stapeln liegen und dann immer des Morgens verbrannt werden, wenn dann der Angriff abgeklungen ist. Vor euch liegt das finstere Inferno, die schwarz brennenden Ruinen, die ihr ja mustern könnt, der Gestank von verbranntem Menschenfleisch, der zu euch herandringt und so das ganze Treiben dann einmal begutachtet. Während ihr da so wartet und euch aufeinander einstellt, könnt ihr dann erkennen, wie wohl einer der Waldlöwen von Leoma auf euch zukommt. Ein Mann mit finsterem Backenbart, einer großen Axt, die er bei sich trägt, hat wohl entweder Holz gehackt oder Menschenleiber zu klein hat. Er kommt auf dich zu. So, ihr wollt jetzt zu dem Erzmarschall, korrekt? Wäre mir eine Ehre. Ah, so, Gnaden, ihr seid ein Geweihter, oder? Ich bin Ordenskrieger, Ritter des Heiligen Herdfeuers, zu Romulus. Jetzt Ritter, ja, euer Dapazien wieder. Ritter des Heiligen Herdfeuers, wir
angebrachter. Interessiert mich nicht. Gut. Habt ihr einen gewissen Steckbrief gefunden oder weshalb seid ihr hier? Ich guck mal ein bisschen in die Runde. Ja, mir wurde erzählt, dass hier Hilfe gebraucht wird, wahre Helden gesucht werden und deswegen bin ich selbstverständlich hier eingetroffen. Wollen wir quatschen oder irgendwas bewegen, wenn ich mich hier so umschaue? Mach mal so eine Bewegung, dann können wir gehen. Danke, ich wollte ihm auch gerade sagen, er soll die Schnauze halten. Gut, dann kommt mal rein. Ja, der Waldlöwe, ziemlich unverschämt, wie er da mit einem Ordenskrieger spricht, geht dann zu dem weißen Zelt heran und schlägt einmal die Vorhänge beiseite, sodass ihr dann eintreten könnt in das, ja, ob es der Anführer ist, es ist zumindest ein weißes Zelt mit den Bannern des Löwen darauf, also das Siegel von Leoma selbst und daneben auch die Zeichen vom Berg darauf. Allerlei Dekorierung, sodass ihr dann eintreten könnt. Ja, dann mal rein, ne? Alf hält sich im Hintergrund. Ja, wenn ihr eintretet, nach und nach könnt ihr in eine, es ist ein sehr stickiges Zelt, viel Plünder, der hier herumliegt, vor allem viele rostige Waffen, viele rostige Rüstungen, aufgeklaubt, vielleicht vom Mithraelsfeld. Und vor euch steht da ein etwas älterer Mann, um die 60, vielleicht 70 Jahre, würde ich dir sagen, der euch dann aus müden Augen anblickt. Ah, ihr Helden, ich bin Leoma, setzt euch. Ich knie vor ihm nieder erstmal. Ist mir eine Ehre. Lass das. Die Zeiten sind vorbei. Ich schau mich mal um, wo man da gut sitzen kann. Ja, es gibt so ein paar morsche Holzstühle, die hier wohl nicht ganz zusammenpassen. Nicht alle vom gleichen Mann gefertigt worden sind. Also so zusammengetragen aus aller Herren Länder und schon einiges an Schmarren auf sich haben. Ich stupse mal mit dem Fuß gegen einen und wenn er da nicht zusammenbricht, setze ich mich drauf. Er knarrt verdächtig, aber er wird wohl halten. Okay. Sehr gut, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Aber für Knien haben wir keine Zeit. Die Zeiten sind, wie gesagt, vorbei. Jetzt geht es nur darum, dass wir das Reich retten. Für Formalitäten muss doch immer die Zeit da sein. Diese Arschkriecherei, jetzt setzt euch endlich hin. Na gut. So, setz mich hin. Wir haben verschiedene... Wir haben verschiedene Dinge, die aktuell unsere Aufmerksamkeit bedarfen, aber nun geht es mir erstmal darum, dass ich die Leben meiner Männer rette. Und dazu habe ich einen etwas heikleren Auftrag für euch. Es geht direkt ins Dapathische Reich oder in die Finstermark, wie sie aktuell genannt wird. Ja, weiter. Ihr sollt, auch wenn ihr euch noch nicht ganz auskennt, aber ich denke mir, diese Zusammensetzung scheint mir ganz sinnvoll. Ihr seid Magier, korrekt? So ist es. Gut. Und ihr ein Kor-Akolut? Bei Kor. So ist es. Dann haben wir einen Ordenskrieger dabei, der Travia. Ich denke, diese Zusammensetzung ist genau sinnvoll für das, was wir vorhaben. Ihr sollt über die Gernat hinüber, über den Fluss. Wir haben einige Brücken gebaut, die euch möglich sind zu überqueren. Gemeinsam mit meinen Waldlöwen werde ich euch an Neuostwehrheim vorbei eskortieren lassen und dann sollt ihr Kontakt aufnehmen mit Albuin von Bregelsaum. Er hat ein Sonnenland errichtet, von dem aus er in den Osten vordringen möchte. Warum sollt ihr nun Kontakt mit Albuin aufnehmen? Weil er jemanden gefangen genommen hat, der wichtige Informationen für uns hat. Ein Mann namens Blutfaust. Er hat im Streit meine Männer verwundet und diese Wunden schließen sich nun nicht mehr. Ich möchte herausfinden, was dies für ein Schwert ist und wie wir das aufhalten können. Sonst sterben sie, bluten nach und nach, Stück für Stück aus. Dazu eine kurze Frage. Dieser Blutfaust, muss der danach noch gebrauchbar sein? Nun, wenn ich das richtig verstanden habe und die Speer korrekt sind, dann möchte Albuin ihn so oder so hinrichten. Das solltet ihr verhindern, denn ich brauche zuerst diese Informationen von Blutfaust. Ich meine nur, um die Informationen zu kriegen, müssen wir nicht unbedingt zimperlich sein, richtig? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist er ein ehemaliger Schmied und mittlerweile ein Chorgeweihter. Wenn ihr ihn danach umbringen wollt... Immer die Chorgeweihten, warum? Dieser Chorgeweihte hat eure Männer verletzt? Korrekt. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Welchen Grund hatte er dafür? Vielleicht er besessen oder so? Ich weiß es nicht, aber er zieht wohl durch die Länder, so wie meine Männer es gesagt haben, und
Es kam dann in einem Krankenlager zu einem Streit mit einem Rondo-Akoluten, Talion von Bremor. Immerhin konnten eure Männer ihn festsetzen, das spricht nicht ganz für ihre Kompetenz. Sie konnten ihn nicht festsetzen. Nicht? Ich dachte, er wäre gefangen. Ja, von den Prajoten, nicht von meinen Männern. Ah. Wie gesagt, die Waldlöwen gerieten in Streit mit ihm und er verletzte sie und entkam dann. Mhm. Allerdings sagten, wie gesagt, meine Späher, dass er dann wohl aufgebrochen ist und dann von den Prajoten, von Alboin, aufgegriffen worden ist. Wo finden wir Alboin? Er hat wohl einen kleinen Weiler erobert, der etwas Ost-Südost von Neuost-Werheim liegt. Irgendwo in der Derge. Erobert. Aber wir bekommen Unterstützung von euren Waldlöwen, ja? Nein. Gibt's irgendwen, der uns da hinführen kann? Oder eine Karte oder so? Ich kann euch an Neuost-Werheim vorbeiführen. Beziehungsweise nicht ich persönlich. Ich habe hier im Lager viel zu viele Sachen zu tun und werde mich gleich noch mit weiteren Helden treffen, aber ich denke, mit dieser Zusammensetzung kann ich euch diesen Auftrag geben. Mhm. Bis Binsböckel kann ich führen. Ich komme von dort. Ja, ihr seid ein Werheimer, korrekt? Ja. Meine Eltern stammen von dort. Mein Onkel lebt in Binsböckel. Das ist auf alle Fälle irgendwo zwischen der Baronie Binsböckel und Berla. So. Irgendwo vor dem Randolfsforst müsste er sitzen. Ihr werdet das schon schaffen. Er springt dabei uns raus. Der Dank von mir, dem Reichserzmarschall. Und wenn ihr Münzen wollt, werdet ihr sicherlich noch irgendwo was auftreiben können. Mit einem Dank fühlt sich der Bauch nicht, aber es soll fürs Erste genügen. Ein Dank kann vieles bewirken bei Travia. Ich glaube, wenn ihr euch hier dankt und bittet, dann bekommt ihr auch was zu essen. Kopfschütteln und Blick rüber nach Motto, nee. Also wir machen das selbstverständlich umsonst, ja, für die Gunst der Travia. Die können das gerne umsonst machen, ich will Münzen sehen. Außerdem ist das eine gute Herausforderung. Wir nehmen an. Ich denke, jetzt wo wir bei den Fragen sind, ich habe meinen Ölträger freigestellt, ob er mich begleitet oder nicht. Er ist in Romilis geblieben. Habt ihr einen Schildträger, der uns begleiten kann? Ein einfacher Schildträger? Ja, ich werde euch wohl einen Knappen zur Seite stellen können. Er mag vielleicht nicht als Knappe ausgebildet sein, aber er sollte doch sicherlich diesen Zweck erfüllen. Vielleicht jemand, der sich auch in der Umgebung auskennt. Wenn das nicht zu viel verlangt ist. Nehmt doch dem armen Mann nicht seine wenigen Männer noch weg. Wir kriegen das schon hin. Da müsst ihr euer Schild eben alleine schleppen. Also gut. Abwertend. Ja, der Reichserzmarschall blickt dabei rüber zu Ardo. Könnt ihr ihm sein Schild tragen, wenn er zu schwach ist? Zu schwach. Ach, hier geht's lediglich ums Prinzip oder was? Ja, also man sollte ja schon erkennen, dass ich ein Ritter des Heiligen Herdfeuers bin, aber ich vermag natürlich selbst mein Schild zu tragen. Ich nehme ihn schon. Keine Sorge, ich nehme ihn. Es wird eine wunderbare Reise. Ihr seid nicht gezwungen mitzukommen. Ich hatte schon mal so einen dabei, der war auch so. Allerdings oder was so. Was meint ihr so? Hattet ihr einen Ritter des Heiligen Herdfeuers? Nee. Als Begleitung? Aber auch so ein Ritter. Hört mir mal zu. Alboin ist nicht irgendjemand. Er ist ein Illuminatus. Ein Erwählter der Sonne. Einer der 12 wichtigsten Männer der Praios-Kirche. Solltet euch dort also korrekt verhalten. Und er ist ein fanatischer Mensch. Er ist umgeben von Bannstrahlern und Sonnendienern, Reiter des Lichts. Es kann sein, dass er diesen Blutfaust nicht herausgibt, aber ich will diese Information. Und sterben Menschen. Du musst ihn ja nicht rausgeben, es reicht ja, wenn wir ihn für ein paar Stündchen haben und die Informationen
aus ihm rausbekommen. Können wir von euch ein öffentliches Schreiben bekommen? Ein offizielles Schreiben, damit euer Wort zählt da bestimmt viel mehr als unser. Vom Reichserzmarschall, meint ihr? Ja, genau. Nun, ich diene der profanen Regierung. Er dient dem göttlichen Willen, zumindest interpretiert er es so. Ich glaube nicht, dass er sich unter dem Wort eines Reichserzmarschalls unterordnen wird als Illuminatus, aber ich kann euch ein solches Schreiben natürlich aushändigen. Wir werden ihn bestimmt auch anders überzeugt bekommen. Wie meint ihr das, Frau Torwalerin? Anders halt. Ihr dürft doch wegsehen, wenn es euch nicht passt. Ich denke nicht, dass man einen hohen Praius Geweihten einschüchtern sollte. Es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr mit Blutfaust tut, aber einen Illuminatus solltet ihr nicht verletzen. Geht eher darum, ob man ihm unbedingt mitteilen muss, was wir da tun. Wenn ihr mit Heimlichkeit agieren wollt, so sei euch das offen. Schulterzucken. Wie dem auch sei. Wir werden uns einigen, denke ich. Wie dem auch sei, viel Erfolg. Dank. Hab Dank. Verbeug mich nochmal, stehe dann aber ganz schnell wieder auf. Erinnere. Ach ja, ihr hattet eine warme Mahlzeit angeboten? Ja, draußen. Sprecht doch einmal mit einem meiner Löwen, die werden euch sicherlich Fleisch geben. Hab Dank. Wenn ihr mögt und Heraldik habt, dürft ihr gerne einmal Heraldik würfeln. Dass er eine Stärke ist. Doch gerne. Das bei Gesellschaft. Oder Wissen. Das müsste ein Wissenstalent sein. Oh, ich nehme. Orian, Ysilia, dir fällt zumindest auf und Tjalf kann das sehr schnell verifizieren, dass hier nicht so sehr die Banner vom Berg hängen und vom Reichserzmarschall offene Kareta-Symbole, sondern vor allem viel zu viele Raben und die Zeichen von Travia. Das mag vielleicht den Ritter Travigor sehr milde stimmen, der da weniger dann drauf achtet, aber der Rabe, die Familie Rabenmund wird hier definitiv einen großen Anteil in diesem Lager tragen. Vielleicht einen zu großen Anteil. Wenn ich sehe, wie Tjalf sich vielleicht auch mal nach diesen Bannern umblickt, gehe ich da mal hin. Der ist auch schon aufgefallen. Genau, hier gibt es einige Raben. Weiß nicht, ob mir das so sehr gefällt. Der Herr, ich gehe mal zu Ardu und nimm mein Bild vom Rücken. Ach ja, er gibt her. Ihr werdet der Ehre zugeteilt, mein Schild zu tragen. Darf ich euren Namen erfahren? Ardu Wehrheimer. Erfreut euch kennenzulernen. Ehre ist auf meiner Seite. Falls wir unerwartet zu einer Kampfhandlung kommen sollte, wundert euch nicht, wenn ich in den Dreck werfe, um schnell mich bewegen zu können. Nun, vielleicht findet ihr ein besseres Plätzchen für mein Schild. Selber benutzen für den Kampf werde ich es auch nicht. Wieso nehmt ihr ihn dann mit? Da ist mein Wappen drauf. Habt ihr keinen Wappenrock? Doch, selbstverständlich, ihr seht's ja. Aber wäre es dann nicht sinnvoller, den Schild hier zu lassen? Und seine Kräfte zu schonen, anstatt dieses Ding mitzuschleppen, nur weil irgendwas darauf abgebildet ist. Nun, ihr wollt also nur formal als Schildträger genannt sein, aber das macht doch mehr Sinn, wenn ihr das Schild auch tatsächlich tragt, oder? Ich glaube, er will gar kein Schildträger sein, sondern das Angebot, um euch einen Gefallen zu tun. Weil er dachte, ihr braucht es. Ihr braucht es nicht, also können wir es hier lassen. Also, das Ding sieht schon recht schwer aus. Wenn deine Arme zu schwach sind, um sie selber zu tragen, dann lass ihn hier oder bleib hier. Gut, selbstverständlich. Also im Zeichen meiner Schwichtigkeit möchte ich das Schild dann doch da lassen. Aber die Etikette besagen was anderes. Wollte ich nur gesagt haben. Sieht das hier aus, als bräuchten wir Etikette? Ich guck mich mal um.
Ist euch eigentlich klar, in was für einer Situation wir hier sind? Und ob wir hier lebend rauskommen und unsere Ärsche retten können, ist eine ganz andere Frage. Und da machen wir Gedanken über Etikette und irgendwelche Schilder, die euer Wappen tragen, also bitte. Der Ordnung muss Genüge getan werden, sonst sind wir nicht groß anders als der Feind, oder? Na, höchstens bei den Prioten vielleicht. Also gut, wir lassen das Schild da. Ich lasse euch die Ehre noch zuteil, mein Schildträger offiziell zu sein, aber ihr braucht das Schild nicht zu tragen. Habt ihr gehört, diese große Ehre? Ich komm mal rüber. Ich zuck mit den Schultern und nicke dem Herrn Ritter zu und drehe mich dann weg und schaue, dass ich einen der Waldlöwen finde, wegen dem Essen. Ja, ihr werdet eine ganze Menge von diesen Männern vom Reichserzmarschall finden. Diese Waldlöwen, so eine Einheit gab es zumindest vor kurzer Zeit nicht. Normalerweise sollte er andere Männer anführen, und zwar ja, viele, viele Tausend. Dadurch, dass die Schlacht auf dem Mythraelsfeld getobt hat und ihr wohl auch einen großen Verlust einstecken musstet, könnte es sein, dass dies einfache Söldner sind und so benehmen sie sich auch, dass sie keinerlei Respekt haben vor Ordenskriegern, vor ja, Akoluten oder Magiern. Dann haben die doch sicher ein wenig Alkohol da. Hey, die passen zu mir. Ja, Alkohol werden die auf alle Fälle haben. Du kannst dann auf einen zutreten, der dich dann ansieht. Schaut nochmal auf auf das Zelt, aus dem du dann herausgetreten bist mit deinen Gefährten und nickt dir dann zu. Was soll ich für euch tun? Der Reichserzmarschall meinte, ich könnte bei euch fragen, wenn ich etwas zu essen brauche, etwas zu trinken. Ja, mal. Ja, genau. Ja, siehst du da hinten den Kessel? Da steht Gerding dran. Der schenkt Suppe aus und wenn du Fleisch kriegst, so für Missionen, dann kannst du ihm auch Trockenfleisch abquatschen. Alles klar, vielen Dank. Eine Frage noch, ein wenig Schnaps, irgendwas in der Richtung? Das haben wir auch. Ist das offiziell von Leoma genehmigt? Ich zuck mal mit den Schultern. War nur ein Spaß, hier. Danke. Er bietet dir einen Schluck aus seiner kleinen Fiole an, ist wohl eher dann für den Eigenbedarf und nicht so sehr zum Mitnehmen geeignet, aber ist ein starker Schnaps drin. Du bist dir nicht ganz sicher, was es ist. Boah, irgendwas aus dem Norden, irgendwas aus dem Svelthal. Ich nehme einen tiefen Schluck. Ja, klare Flüssigkeit, brennt gut, schmeckt nach nichts. Aber nur, ja, vielleicht so ein bisschen bitter. Genau das, was ich brauche. Also erfüllt einfach nur den Zweck, dann betrunken zu sein und nicht so sehr, dass es dann schmecken soll. Gut, dann gehe ich doch mal Trockenfleisch und Mara und mich holen. Die anderen dürfen selbstverständlich gerne folgen. Könnt euch dann bei dem Suppenkessel anstellen. Nochmal einen großen Schlag mit Suppe und schwarzes Brot dann bekommen. Und auch Trockenfleisch für die Reise, sowie Wasser und so weiter. Könnt ihr dann alles bekommen. Ich würde mich auch mal vorstellen, würde auch mal die Namen miteinander fragen. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht ausspielen, einfach, dass es einmal IT geklärt ist. Wer ist. Genau, Alf wird auf jeden Fall mal auch auf den Schnaps anstoßen mit Fiona. Und dabei stellt sich heraus, dass sie eben auch aus Torwall kommt. Aber er ist kein Torwall, er ist in Torwall ausgebildet. Tja, und so verschlägt es einen dann doch hier in diese Gegend. Korian, ihr sagtet, ihr kennt diese Gegend? Was? Hier, Werheim? Ja, ich war schon mal in Werheim. Ah, gut, also ihr seid dann sozusagen der Führer für die erste Strecke? Nein, ich kenne mich hier nicht aus. Das war der mit dem Hund. Ah, entschuldigt. Ich wink hier mal zu. Ach so, mein Schildträger ist selbstverständlich auch der Führer. Vortreffend. Selbstverständlich. Wie weit ist denn das bis zu diesem Randolphsforst? Sind das so 3 Tagesreisen etwa oder länger? Dürfte nicht ganz so weit sein. Kommt drauf an, was uns die Finstermark in den Weg wirft. Aber ich denke, wir sollten morgen da sein. Hey, ihr da! Einer der Waldlöwen tritt auf euch zu, ist wohl ein anderer, vielleicht einer der Speer. Ziemlich lange Haare, langen Bart, den er am Gesicht trägt und sehr fleckige, braungrüne Kleidung. Hey, du da! Seid ihr diejenigen, die gerade bei Leoma am Zelt waren? Er sagte noch, dass ich euch zu den Verwundeten bringen soll.
Oh, selbstverständlich. Wäre angebracht, wenn wir uns diese Verwundung mal anschauen. Ich denke, das ist sehr aufschlussreich. Ja, habt ihr alles, was ihr braucht, oder wollt ihr da noch mehr entpacken? Dieses Schwert, das scheint ja irgendwie unnatürlich zu sein, oder? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich soll euch da nur hinbringen. Also, Alf guckt mal, ob er noch Handschuhe hat. Auf jeden Fall wird er sich sonst noch welche irgendwie besorgen. Oder einen Lappen oder irgendwas. Kann einer von euch zeichnen? Alf kann sehr gut zeichnen. Gut. Kannst du das abmalen, wie die Schnittwunden aussehen? Also in welchem Winkel sie da eingestochen wurden und so? Ja, ich versuch mal was. Aber ich weiß ja nicht, ob wir die sind doch alle bandagiert wahrscheinlich, oder? Wollen wir die alle so freilegen, oder? Wir müssen nicht jeden einzelnen freilegen, aber zumindest bei einem können wir vielleicht schauen. Ja, keine Sorge, das mit den Bandagen hat sich sowieso sehr schnell erledigt, nachdem wir festgestellt haben, dass das nichts bringt. Vielleicht ist es sowas wie das hier. Zeig mal auf mein linkes Auge. Was ist das? Verschließt sich eure Wunde auch nicht? Richtig. Irgendein Scheißvieh damals in der dritten Dämonenschlacht. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich gehe mal näher auf dich zu, beobachte dich und dein Auge. Wenn du mir dann so bis auf einen Schritt nahe kommst, weiche ich nochmal einen Schritt zurück. So kann ich nicht gucken. Das ist mir zu nah. Noch nie im Winter mit ein paar Leuten zusammengepennt, hä? Wahrscheinlich hat er Angst, werte Dame. Das kann ich nachvollziehen. Willst du das vielleicht nochmal wiederholen? Ich hab gesagt, du hast da wahrscheinlich Angst. Ich schneide dir gleich die Zunge raus. Ich denke, das muss nicht wirklich sein. Also es ist angebracht, dass der Herr Travia gefällig einen Abstand von einer Dame nimmt. Ich glaube, es sind gleich bei den Verwundeten, oder? Ja, dann kommt mal mit, wenn ihr fertig seid mit Streiten. Streiten ist ein starkes Wort. Wir ich streite nicht, ich wollte nur gucken. Ja. Kann sich ja nicht jeder anstellen wie so ein Mädchen. Willst du dich prügeln? Gerade nicht. Freunde, wir sind doch dabei, uns kennenzulernen. Ja, eben. Doch nicht. Und wie kann man das besser als durch eine... Lassen wir das. Haha, Alf lacht nur. Ja, wenn ihr eure Sachen soweit gepackt habt, Handschuhe wirst du natürlich auch bekommen, wenn du dich da beim Quartiermeister durchfragst. Also das wird dann auch nur wenige Zeit dauern. Könnt ihr dem Mythraelsfeld entlang spazieren, allerdings zu einem großen Abstand, den ihr dann einhalten werdet. Da die Sachen, da das ganze Feld nach der Schlacht verflucht ist. Ihr könnt noch die Erdspalten sehen, die Risse, die sich hier tief gegraben haben und natürlich in das Feld einige Leichen, die dort immer noch liegen und die wohl nicht abtransportiert werden können oder wollen. Wenn ihr dann durch einen der verfluchten Wälder geht, die wohl schwarz gebrannt sind von einem Feuersturm, könnt ihr nach grob einer Meile, die ihr dann parallel zum Mythraelsfeld gegangen seid, könnt ihr dann auf ein Krankenlazarett stoßen. Hier sind dann die Zeltplan auch mit dem Grün der Pereinekirche und auch den Siegeln darauf angemalt worden und gibt wohl auch noch eine Menge an Feldscheren oder an Knochenrichtern, an Zahnreißern, die dann hier stehen, an Badern, die dann hier ihr Möglichstes versuchen, so profan sie dann hier ihrem Tatwert nachgehen. Viele Geweihte seht ihr nicht, aber es ist zumindest das Nötigste. Es stinkt nach so ein süßlicher Geruch, ob das jetzt vom Feld kommt oder von diesem Krankenlager, es stinkt auf alle Fälle nach Krankheit und nach Sieche. Der Schütze, beziehungsweise der Speer wird euch dann zu einem der Zelte führen, über dem dann ein großes rotes Kreuz gemalt worden ist und auch er schlägt dann hier wieder die Plane zurück.